Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit einer weiteren verbotenen Karte und zwar dieses Mal zu Verbrecher-Duo. Wir haben heute eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, zahle 1000 Life Points, wähle eine zufällige Karte aus der Hand deines Gegners und wirf sie ab. Dann wählt der Gegner eine weitere Karte aus seiner Hand und wirft sie ebenfalls ab. So, man kann also schon mal festhalten, dass der Gegner insgesamt minus 1 geht. Denn wir selbst gehen minus 1, indem wir diese Zauberkarte hier aktivieren und der Gegner minus 2 durch die beiden Karten, die er discarden muss. Wir haben also ein simples Plus 1, das nahezu keine Kosten hat. Denn die einzigen Kosten, die wir mit Verbrecher-Duo haben, sind 1000 Life Points. Und Life Points sind bis zu einem gewissen Grad trivial in Yu-Gi-Oh! Ganz einfach deswegen, weil man mittlerweile so heftige Züge raushauen kann, dass man locker mal 9000 Angriff auf dem Feld hat. Und da sind einfach 1000 Angriff so gut wie gar nichts. Und deswegen sind diese Kosten eigentlich ziemlich egal. Die Sache ist, dass diese Karte hier unheimlich schnell ist. Es ist eine normale Zauberkarte und damit sofort aktivierbar. Einfach so, zack, und sie hat nicht mal Monster-Turn-Effekt. Schneller geht's eigentlich fast gar nicht. Das einzig Schnellere wäre eine Schnellzauberkarte. Und das wäre dann wirklich einfach nur lächerlich. Aber selbst so ist diese Karte einfach nur heftig. Denn wenn man sie einfach mal so First Turn zieht, dann startet der Gegner mit nur 4 Handkarten und das ist dann einfach, ja, eine riesige Problemsituation für den Gegner. Wenn man mit 2 Verbrecher-Duo startet, dann hat der Gegner nur noch 2 Karten auf der Hand und dann kann er aufgeben. Und deswegen kann Verbrecher-Duo auf gar keinen Fall auf mehr als 1 kommen, das wäre einfach nur lächerlich. Und ein derartig simples Plus 1, das so konsistent ist, wird nicht einfach mal so wieder erlaubt werden. Das wird nicht passieren. So dumm ist Konami einfach nicht. Zum Glück. Man mag es nicht meinen, aber solch simple, starke Effekte sind zum Glück heutzutage verboten. Und das soll auch so bleiben. Verbrecher-Duo war einfach schon damals schlecht designt und einfach OP. Und so kann das nicht mehr erlaubt werden. Die Frage ist jetzt, wie kann man das Ganze mit einem Erratum versehen, ohne es unspielbar zu machen? Und das ist, wie ich finde, eine sehr schwierige Aufgabe. Denn man möchte ja nicht den Grundsatz der Karte zerstören. Es wäre eine Option, dass man ja, selbst 2 Karten abwerfen muss, aber dann hätte die Karte immer noch einen viel zu großen Effekt aufs Spielfeld, was ehrlich gesagt ziemlich lächerlich wäre für eine normale Zauberkarte, die nahezu keine Kosten hat. Oder man macht das und zusätzlich muss man noch die Hälfte der Life Points zahlen oder 4000, sodass man die Karte totziehen kann. Denn das Problem an Verbrecher-Duo ist aktuell noch, man kann die Karte so gut wie gar nicht totziehen. Und das sorgt dafür, dass diese Karte hier in 80-90% der Fälle ein Plus 1 ist und das macht sie fast so gut wie Topf der Gier. Und das ist einfach nur lächerlich. Solche Karten dürfen nicht erlaubt sein. Ich meine, wie oft passiert es, dass der Gegner nur eine Handkarte hat oder gar keine? Bei den heutigen Zeiten, wo man so viel Plus macht, passiert das sehr selten. Und deswegen, naja, die Karte ist einfach zu leicht aktivierbar und wenn man sie nicht aktivieren kann, ist der Gegner schon so an die Wand gespielt, dass man sie gar nicht mehr braucht. Deswegen, wenn man die Karte braucht und sie zieht, ist sie immer nice. Sie ist vielleicht keine Karte, die man jetzt ziehen möchte, wenn man gerade im Rückstand liegt, was das Feld betrifft, weil diese Karte hier hilft euch nicht akut. Sie hilft euch passiv, indem sie die Gegner minus gehen lässt, aber sie zieht euch selbst keine Karten oder holt euch keine Karten. Sie bezieht sich nur auf den Gegner. Außerdem kann man mit dem Verbrecher-Duo natürlich auch einige Loops machen, die ziemlich lächerlich sind. Und zwar kann man dann einfach die Karte hier mehrmals pro Spielzug aktivieren, obwohl sie theoretisch nur auf 1 ist. Und das ist natürlich, ja, sehr fragwürdig. Sowas darf nicht erlaubt sein, denn dann startet der Gegner halt, wie gesagt, mit nur 2 Handkarten oder vielleicht sogar nur mit einer. Und dann kann der Gegner aufgeben. Das wäre einfach viel zu heftig. Und deswegen kann diese Karte nicht ohne geeignetes Erratum erlaubt werden. Wenn ihr ein gutes Erratum habt, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr weitere Karten sehen wollt, dann schreibt die ebenfalls in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.